Herzlich willkommen bei den Videos aus der systemischen Welt. Systemische Fragen sind auch Möglichkeitsfragen und heute wollen wir einmal klären und auch praktisch darstellen, ja, wie wirken Möglichkeitsfragen und was sind die überhaupt? Dieter, an einem kurzen Beispiel aus deiner Praxis. Was sind Möglichkeitsfragen? Okay. Am besten kann man das klären vielleicht an einem Beispiel aus der Paarbeziehung. In Paarbeziehungen gibt es immer unterschiedliche Möglichkeiten und Wirklichkeiten. Beide sind davon überzeugt, beide Beziehungspartner, dass der oder die jeweils andere es falsch macht, wenn es Probleme gibt. Und stellen wir uns mal eine Situation vor, da kommt ein Mann, wir können das gleich mal spielen, der seine Frau schildert, die alles falsch macht. Und wie können wir ihn mit Möglichkeitsfragen einladen, eine neue Sicht der Dinge einzunehmen? Wollen wir es mal machen? Ja, lass uns einfach mal spielen, okay. Ja, darstellen. Ich bin Mann und du bist Coach. Genau. Ja, sehr gut, okay. Du sagst mir Hallo, ne? Ja, hallo. Guten Tag. Ja, meine Frau, die verhält sich völlig falsch und die ist gerade auf einem ganz falschen Trip. Ja. Woran merken Sie, dass Ihre Frau das macht? Was macht Ihre Frau? Naja, wenn ich zum Beispiel von einem gestressten Arbeitstag nach Hause komme und viel gearbeitet habe, dann komme ich nach Hause und sie empfängt mich schon mit einem griesgrämigen Gesicht und mit keiner guten Laune. Ja. Und das macht sie schon lange. Ja, natürlich. Ja, also was heißt natürlich, aber seit einem halben Jahr geht das jetzt schon so. Ja. Und was machen Sie dann? Ich möchte eigentlich ja nur auf mein Sofa und mal wenigstens eine Viertelstunde die Beine hochheben und hochlegen. Und dann bin ich auch schon nicht mehr so ganz glücklich drauf, wenn ich da meine Frau sehe. Wie verhalten Sie sich ihr gegenüber? Naja, ich sage dann halt kurz Hallo und dann gehe ich aber trotzdem ins Wohnzimmer und lege meine Beine hoch. Und angenommen, wir können Ihre Frau von hier aus beeinflussen oder Sie kriegen eine Veränderungspille nachher mit, die Sie ihr in den Tee rühren. Und sie wäre wieder so. Das wäre toll. Ja? Und sie wäre wieder so, wie Sie sie gerne hätten. Wie wäre sie dann? Naja, vielleicht würde sie mich, wenn ich nach Hause komme, dann würde sie mich mit einem freundlichen Hallo, mein Schatz, wie geht es dir, empfangen. Und ihre Arme um ihren Hals schwingen. Genau, ja, das wäre auch schön. Ja. Und was würde sie dann machen? Ja, dann würde ich sie auch in den Arm nehmen, würde auch sagen, vielleicht, ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber vielleicht würde ich auch sagen, hallo mein Schatz. Vielleicht würden Sie Blumen mitbringen. Ja, schon lange nicht mehr gemacht, aber das kann ich mir vorstellen. Und darf ich ganz mal fragen, angenommen die Pille wirkt noch nicht so schnell, die Sie mitkriegen, Ihre Frau ist noch erstmal so. Und Sie würden trotzdem sich so verhalten, als wäre sie schon verändert. Also Sie würden zu ihr kommen und hallo Schatz und wären freundlich und nett zu ihr, würden ihr vielleicht Blumen mitbringen. Mhm. Wie würde sie darauf reagieren, obwohl sie noch nicht so ist, wie sie sich das wünschen? Ja, wahrscheinlich würde sie sich freuen, oder? Ja, Frauen freuen sich ja auch über Blumen. Ich würde mich auch über Blumen freuen, aber... Auch Männer freuen sich über Blumen. Ja. 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 Das heißt, das würde irgendwie Einfluss nehmen auf Ihre Frau. Ja, vermutlich. Ja. Insofern könnten wir vielleicht doch Ihre Frau mit so einer ein bisschen beeinflussen, indem Sie ihr Verhalten etwas verändern. Das heißt, ich bringe ihr Blumen mit, sie fängt an, sich zu freuen. Wissen wir nicht genau, wissen aber es nicht. Besteht die Möglichkeit, halt dass das. Es so ist. Ja. Haben Sie Lust, das auszuprobieren? Ja, dann probiere ich das einmal aus. Okay. Dankeschön. Schnitt an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank. Ja, das war an einem praktischen Beispiel mal dargestellt, was Möglichkeitsfragen, wie die wirken, oder? In der systemischen Sprache. Wie sie wirken können. Möglicherweise wirken können. Genau, und wie sie eben andere Möglichkeiten aufzeigen können. Es ist auch möglich, dass sie so nicht wirken, aber es ist eine Möglichkeit, die wir mal ausprobieren können. Ja. Genau. Okay. Vielen herzlichen Dank fürs Interesse und bis zu einem nächsten Video hier bei den Videos aus der systemischen Welt.